Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Letztes Mal haben wir Zaun und Zaun endgültig aus dem Weg geräumt und Kucha in die Flucht geschlagen im Berg Guruk und haben in Kuchas Versteck diese Frau gefunden. Wer sie genau ist, weiß ich noch nicht oder wissen wir noch nicht. Aber zumindest kennt sie Lilly schon mal. Okay, was ist denn schon lange her? Na, woher kennen Sie die? Na, wir sind definitiv nicht hier, um dich zu retten. Also, das kann ich dir jetzt schon sagen. Oh, das ist Hilda. Naja, die war ja auch noch von Kucha entführt worden. Hätte ich doch fast vergessen. Natürlich habe ich es nicht vergessen, aber ich wollte es natürlich nicht spoilern für dieses Mal. Aber du bist ja gar nicht mehr die Juckzirpe, in die ich dich verwandelt habe. Ah, scheiß doch auf das Luftschiff. Hauptsache, ich habe meine Frau wieder. Also. Okay, na dann geht's mal auf nach Lindblum. Schauen wir, ob uns Sitzfrau Hilde etwas sagen kann darüber, was genau Kucha vorhat. Naja, ein Gentleman ist er nicht wirklich, er ist eher eine Tunte. Ja, was genau soll das wieder heißen? Eine Quasseltante. Ja, übrigens, wenn sich das heute nicht mehr ausgeht, mache ich da einfach eine Doppelfolge. Das ist die letzte, also wenn es eine Doppelfolge wirkt, die zwei letzten Folgen vor Ostern. Dann gibt es eine kurze Osterpause, da ich auf Osterurlaub bin. Und irgendwann nach Ostern, ein paar Tage nach Ostern, geht es dann wieder weiter. Und ich spiele die Folge zumindest so weit, dass wir, also entweder eine Doppel- oder eine Trippelfolge, je nachdem. Lügen haben kurze Schenkel. Je nachdem, wie lange es dauert, bis wir wieder aus Lindblom rauskommen. Ja, genau, wie gesagt, scheiß doch auf das Luftschiff, Hauptsache ich habe meine Frau wieder. Naja, er ist eine Kröte. Kröten kann man doch vertrauen, oder? Das nächste Mal. Was für eine Drohung. Keine Igelquappe, bitte keine Igelquappe. Das war übrigens das Tier, vor dem sich Sitsu gefürchtet hat in Kuchas Palast. Das Tier im Käfig nämlich, das war eine Igelquappe. Na, endlich haben wir Sitsu. Echte Gestalt mal gesehen oder sehen sie jetzt für das Rest des Spiels? Dann kann er sich endlich aufmachen, die Hildegard 3 zu bauen. Oh, Moment mal. Er sollte sich doch auch um seine Frau kümmern, oder? Ups. Ist wohl die Macht der Gewohnheit. Ja, man kann eben nicht nur seinen Hobbys frönen. Dann hätten wir schon mal das erste Happy End des Spiels. Herr und Frau Lindblom glücklich vereint, auch wenn sie nicht Lindblom heißen. Ich sage einfach mal Lindblom zu ihnen. Keine Ahnung, wie sie wirklich heißen. Oh. Wir sind im Gastquartier. Ja, eine gute Frage, ja? Oh, wir sollen in den Konferenzraum gehen. Naja, gut, dann gibt es wohl keine Fortsetzung des tollen Traums. Zuerst sollten wir aber auf jeden Fall hier nach oben gehen und dem Mogul wieder einen Brief abluchsen. Cool, Mog. Oh, kenn ich den schon?
Keine Ahnung. Und dann geht's auf in den Konferenzraum. Mittlerweile wisst ihr ja schon, wo der ist. Deswegen schneide ich den Weg dorthin einfach raus. So, wir sind im Konferenzraum angekommen und dort erwarten uns natürlich schon Sid und Hilde. Wer ist denn der Opa? Angeblich? Na, ich hoffe doch, dass das ist, oder? Sonst würde er nicht auf dem Thron sitzen. Ich glaube, er wollte quaken. Reißbar, reißbar, hust, hust. Na, wie auch immer. Also, wie geht's jetzt weiter? Wir müssen ja immer noch Kucha besiegen, nachdem er uns ja wieder durch die Lappen gegangen ist. Also, wie machen wir das am besten? Ja, die schmollt wohl immer noch stumm vor sich hin, oder? Okay, wozu brauchst du da ein Schiff, wenn du ein Luftschiff baust? Na also, jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil der Geschichte. Aha. Ja, was will ein Bösewicht wohl mit Macht? Ich kann mir es doch gar nicht vorstellen. Wie jetzt nicht von dieser Welt? Ja, okay, ja. Oh. Oh, okay. Und da das natürlich auf einmal zu viel Story wäre, wird das kurz unterbrochen durch eine kleine Tantalus-Versammlung. Ja, ist aber das voll kaputt herrscht. Apropos Sinner, über Ostern fahre ich nämlich knapp dort vorbei, wo Sinner eigentlich zu Hause sein würde, nämlich durch Bayern. Also ich fahre, wenn ich hinfahre, sogar durch Bayern durch. Und zwar machen wir irgendwo in Salzburg, im westlichen Salzburg Urlaub. Und vielleicht machen wir auch einen Abstecher nach Neuschwanstein. Nur um uns auch mal echte Schlösser anzuschauen. Ansonsten wird wahrscheinlich hauptsächlich in der Wellness-Oase gechillt. Ja, also eine gute Frage, was du hier magst. Potztausend! Achso. Potztausend. Das ist ja gar nicht die schnelle Handbewegung. Ja, genau, das ist. Klingt auch nach einem ziemlich guten Plan, also. Steiner. Verteidige dich. Wie kommst du zu so Unterstellungen? Wolltest du eigentlich nicht schauen, wo Lilly ist, oder? Habe ich mich da verhört vorher? Wie jetzt verschollen? Wo ist die Prinzessin? Die kann ja nicht einfach so verloren gehen, oder? Also, okay, Tantalus macht sich an die Aufgabe, die Prinzessin zu finden, wo auch immer sich die verlaufen hat. Tantalus hilft bei solchen königlichen Angelegenheiten doch immer gerne aus, auch wenn es darum geht, Prinzessinnen zu entführen. Oh, und jetzt geht's mit der eigentlichen Story weiter, und zwar wie man nach Terra kommt. Okay, also wie kommt man dann nach Terra? Okay, na Gott sei Dank geht's noch weiter. Okay, also müssen wir eine Insel finden, auf der man irgendwie einen anderen Planeten kann. Und damit wir überhaupt auf die Insel finden, müssen wir in ein altes Schloss im Norden des vergessenen Kontinents. Klingt doch ganz einfach, oder? Ah, der Abenteuer Ibsen. Ah, okay. Naja, wenn wir dann endlich mal ein tolles Luftschiff haben, können wir den anderen Kontinent ganz gut erforschen. Und vielleicht auch die Hochburg Ibsen finden.
Aber zuerst gibt es noch eine weitere Active Time Event mit. Ah ja, genau, mit Sid, der an dem neuen Luftschiff arbeitet. Sehr gut, dann dürft ihr auch etwas schneller vorangehen. Naja, ich glaube, der Meisterbauer Sid wird das schon im Griff haben. Ja, das ist eine gute Frage. Warum sollten wir einen Schiffsrumpf für einen Luftschiffsrumpf nehmen? Okay. Naja, gut, er denkt wohl praktisch, ne? Ich habe das alles in meinem Kopf entworfen. Kein Problem für mich. An die Arbeit! Naja, gut. Und das ist wohl alles, was Hilde weiß. Also, wir müssen zuerst in der alten Hochburg Ibsen etwas suchen. Und zwar irgendwas über die Insel des Lichts und dann die Insel des Lichts suchen. Und auf der Insel des Lichts müssen wir dann den Eingang nach Terra suchen und so weiter und so fort. Das dauert noch einige Zeit, also. Bevor wir das Ganze erledigen können, haben wir sowieso noch anderes vor. Naja, ich weiß nicht. Wir sind schon ganz gut unterwegs mit unseren Abilities und unseren Levels. Also ich glaube, wir könnten Kujan schon einen gehörigen Fußtritt in den Hintern verpassen. Was denn? Was ist denn los? Oh. Steiner, hast du die Prinzessin verloren? Was soll das? Wo dort? Oh, Sidan hat wohl schon eine Ahnung. Offenbar ist sie nicht in Lindblum. Nein, natürlich ist sie nicht in Lindblum, wenn Tantalus ganz Lindblum abgesucht hat. Aber wo ist sie?